Hallo Friends, willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Vlog. Ich bin mit meiner Mama in Hamburg. Wir sind heute Morgen mit dem Zug losgefahren und wir fahren Freitag zurück. Ja, und ich dachte, ich filme einfach mal ein bisschen, wie es hier so ist. Jetzt gerade schminke ich mich noch, wir sind gerade angekommen. Es ist, ich weiß gar nicht, mein Handy lädt gerade. Es ist 13 Uhr, glaube ich. Oder so. Und gleich fahren wir los und gucken ein bisschen rum und müssen erstmal essen. Weil wir haben noch nichts gegessen. Ich bin jetzt fertig gemacht und jetzt fahren wir los oder gehen los. Mal gucken. Wohin gehen wir? Ja, in die Stadt rein. Okay. Und ich glaube, wir müssen erstmal fahren, weil wir sind 2,5 Kilometer bis zum Zentrum am Überfall gewesen. Okay, dann los geht's. Ich ziehe gerade ein paar Kleider an, weil wir hier gerade einen Laden gefunden haben, wo es ganz coole Kleider gibt. Deswegen, das hier ist echt schön. Das ist halt viel zu groß. Guck mal. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. Beim Shoppen war es viel zu voll, es war richtig anstrengend. Aber wir gehen jetzt noch zu H&M. Ich habe jetzt gerade ein Problem. Die ist ziemlich geil, aber an meiner Taille zu weit. Und ich will die aber haben, weil die richtig geil aussieht sonst. Da ist eine Ratte. Da. Da, am Fußboden. Ich muss mal ranzoomen. Haha. Super. Ist eigentlich wieder im Hotel. Endlich. Warum stellt das nicht scharf? Ich bin gerade raus. Endlich. Also wir sind jetzt wieder im Hotel. Fazit vom Shoppen. Meine Füße tun weh. Meine Knie tun weh. Eigentlich tut alles weh, aber egal. Ich habe eine Hose gekauft. Von H&M. Ja, die Hose ist sehr schön und wir sind jetzt endlich wieder im Hotel und mir tut alles weh, aber egal. Was machen wir morgen? Ich weiß es nicht. Reeperbahn. Ja. Yes. Also, das ist die Hose. Die sitzt
richtig gut. Ich mag, dass die halt so ein bisschen enger geschnitten sind als die anderen Hosen, die ich habe. Aber trotzdem keine Skinny Jeans ist. Halt einfach straight leg. Finde ich. Richtig schön. Das ist, na, das war's. Mehr haben wir heute nicht gekauft. Hello Friends, es ist der nächste Tag, wie man wahrscheinlich sieht. Meine Stirn glänzt hier extrem. Ich habe mir so einen Slick-Zopf gemacht. Ja, und genau, wir waren schon Frühstunden. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, was wir heute machen sollen. Es regnet schon wieder recht dolle. Und ja, keine Ahnung, es ist halt ein bisschen blöd. Aber ich würde es erstmal mal erzählen. Dann gucken wir mal, was wir heute machen. Yes. Outfit of the day. Wir gehen jetzt los. Wo gehen wir hin nochmal? Zum Hafen, ne? So, wir sind jetzt hier irgendwo hafenmäßig. Super. Es war richtig scheiße hier hinzukommen. Ich fokussiere mich. Hallo? Ja, es war richtig scheiße hier hinzukommen, weil ständig irgendwelche Bahnen nicht gefahren sind und das nur so dran stand. Aber wir sind endlich angekommen. Jetzt müssen wir noch irgendwo hinlaufen, aber Mama will jetzt immer komisch rumfahren. Mal gucken, ob wir das machen oder ob das cool ist oder nicht. Schön aus. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Ich war schon duschen. Morgen früh fahren wir nach Hause. Nach dem Essen. Es war so anstrengend. Es ist so anstrengend, hier rumzurennen. Und eine alte Oma. Bist du auch eine alte Oma? Und mir ist ein Nagel abgefallen. Mach ich morgen neu. Ja. Jetzt gucken wir noch Fernsehen. Warum ist das so blöd eingestellt? Alles, was zählt. Und jetzt zum allerletzten Mal. Ja. Sehr schön. Outfit of the day. Plus mein Pulli. Wir machen uns jetzt langsam auf den Weg nach Hause. Wir haben schon gefrühstückt. Und ja. Hallo Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen, endlich. Es ist 15.24 Uhr und ich habe auch schon gegessen, Mittag gegessen. Und ich wollte euch was zeigen, und zwar ist ein Paket für mich angekommen von Jim Queen. Ich habe zweimal Proteinpulver bestellt, einmal Cookies and Cream und Banana.
Dazu gab es einen Shaker. Zwei so Quinella Proteincreme Dinger, also ja, quasi mäßig Nutella ohne Palmöl und mit Protein und Flavor Drops für meinen Joghurt. Einmal in Vollmilchschokolade, Cookie Dough und Himbeere. Und ich freue mich richtig, dass das angekommen ist. Ich freue mich richtig, richtig dolle. Ab Montag wird wieder richtig durchgezogen. Ja, ich finde den Shaker auch richtig cool. Genau. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Heute wird eigentlich nichts mehr gemacht, außer meine Nägel, weil die sehen ganz schrecklich aus. Und dann fahre ich zu meinem Freund und wir tapezieren weiter das Haus. Genau, das war's. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!